Wir wollen heute gemeinsam einen Blick auf Amazons letzte Meile werfen, also die finale Lieferung des Paketes an uns Endkunden. Und wir haben uns heute drei Paketzusteller in den Live-Podcast eingeladen, um von ihnen zu erfahren, wie sie die aktuelle Situation eigentlich wahrnehmen. Also begrüßen Sie mit mir zusammen die drei Zusteller, Sebastian, Torbut und Dejan. Wie ich dazu gekommen bin, also ehrlich gesagt hat mich Amazon gefunden über Social Media, über Facebook. Da habe ich immer die Werbung von Amazon Flex gesehen und dann habe ich mich angemeldet. Der Prozess ging auch dann sehr schnell und seit ungefähr 2,5 Jahren bin ich jetzt als Flexfahrer tätig und sehr zufrieden. Ja. Und es ist wirklich also ganz, ganz interessanter Job, ehrlich gesagt. Elektroauto ist ein interessantes Stichwort. Erzähl mal, was ist das für ein Fahrzeug, das du fährst, ein Elektroauto? Also wir haben zum Beispiel Mercedes e-Vito. Das ist genauso gleich wie der normale Mercedes, nur halt mit Strom. Ja, wir haben auch den von der Post, einen E-Scooter. Der ist ziemlich schnell und kleiner als der Mercedes. Deswegen ist er gelenkiger und kann besser die geringen Parkplätze, vor allem in Corona, wo alles vollgepackt ist, ergattern. Ja, und die Batterie reicht für die gesamte Tour, den ganzen Tag. Ja, locker. Wie ist momentan die Stimmung so bei dir? Ist das manchmal für dich ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, jeden Tag rauszufahren? Wie empfindest du das gerade? Amazon hat sehr schnell reagiert mit Handschuhen und mit Masken. Ganze Prozedere. Der Kunde muss nicht für das Paket mehr unterscheiden. Und wir können unsere Abstand halten, was momentan für mich und meinen Kollegen viel, viel einfacher ist und sicherer. Im Bestellverhalten selber irgendwas wahrgenommen, dass die Leute ganz andere, gut, ihr wisst nicht, was in den Paketen ist, aber dass sie mehr bestellen oder weniger, größere Lieferungen, kleinere Lieferungen. So, da ist es einfach was aufgefallen? Ja, bei dir vielleicht? Was ist dir aufgefallen? Genau, also ich weiß, wir haben bemerkt, dass die Kunden ein bisschen mehr Pakete bestellen. Es geht bis 10 Paketen pro Adresse, was sehr unglaublich ist. Hast du momentan das Gefühl, dass die Leute eure Arbeit momentan mehr wertschätzen als sonst? Macht sich das irgendwie bemerkbar bei euch? Die Leute sind momentan sehr dankbar. Ich habe vor ein paar Wochen eine Situation gehabt, wo der Kunde nicht zu Hause war. Und ich musste versuchen, das Paket bei Nachbarn zu liefern. Und der das Paket mitgenommen hat und hat mir 10 Euro Trinkgeld gegeben. Und ich habe versucht, okay, mir was zu erzählen. Das Paket gehört zu seinem Nachbarn. Aber das war wie am Weihnachtserlicht. Das ist auch eine ethische Sache. Man fühlt sich wirklich also viel, viel besser. Wenn ich nach Hause komme, dann sage ich wirklich, ich habe was getan, was heute für die Menschen, für die älteren Leute vor allem, was Gutes getan ist. Gefühlt mehr Dankeschön, so ja, danke, so als Äußerung. Und einmal war ich auch bei einer Familie, also vor der Tür, und dann wurde mir auch ein Kaffee rausgereicht mit Milch und Zucker. Da möchte ich mich erstmal sehr, sehr herzlich bei euch drei, jetzt nur noch zwei, Tobi hat sich verabschiedet, aber eine technische Bulle gehabt. Bei euch rein, aber wir danken Sebastian, Tobi und Dejan. Ich weiß, sowas macht ihr nicht alle Tage. Und deshalb glaube ich, das war umso besser, wenn man mal euch mal normalerweise nicht vor das Mikro bekommt. Euch mal wirklich aus nächster Nähe sozusagen mal längere Zeit sprechen, das finde ich hervorragend.